Pfanne. Oh. Ja, musst du weg. Ja. Ich höre nicht mehr. Bitte. Sorry, aber für so eine Pfanne Bohnen mit Speck ist immer sehr. Ich habe gar nicht gekämpft. War doch klar, dass das Arbeit ist. War doch klar, dass das Arbeit ist. Okay, gehen wir. Gut. Warte, oh. Hallo. Nester. Darf ich den anquatschen? Ich quatsche das mit Lester. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Gut, dass du nicht beinahe mit angesprochen hast. Ist das Wasser so laut? Kein Fremder darf die Gurus ansprechen. Du fliegst doch noch nicht. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja, immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher. Ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Okay. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Kor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balna mit dir ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Kor Kalom schicken. Alter, der Hardcore-Kid, oder? Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich in unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Erzähl, was willst du? Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Lass uns eine Führung machen. Zeig mir den Weg. Ach so. Das
zum Tümpel? Zu den Lehrern. Zu den Lehrern. Folge mir. Wasserplänkel ist weg. Sehr gut. Folge mir. Hier unten findest du Baal Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf, kommst du zum Übungsplatz der Templer. Ich warte hier auf dich. Wenn du trödelst, dann triffst du mich wieder bei Baal Namib, am Eingang des Lagers. Ja. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir. Alles klar, Alter? Alles klar, Alter? Sprich nicht mit jedem. Blöd. So. Weiter. Das sieht doch schon gut aus, ja. Hoher Hangar. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Das ist gut. Richtig. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere schlecht. Meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Och, Lulu. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Du musst deine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Koa Anga hat mit dir geredet? Hallo. Was hat er gesagt? Pff, ich vergessen. Er sagt, die Sumpfeier. Er sagte, die Sumpfeier haben sie noch nie leiden können. Du seist unwürdig, die Rüstung eines Templers zu tragen. Er hat gesagt, ich soll wiederkommen, wenn ich Templer bin. Er scheint sehr viel von dir zu halten. Er redet so gut wie nie mit jemandem. Es ist eine große Ehre für dich, dass er dich überhaupt bemerkt hat. Mit mir hat er das letzte Mal vor 2 Monaten geredet. Das war's jetzt? Nur dann tippt er wieder runter. So lange war ich ja noch nicht unterwegs. Hallo, hallo? Findet euch ja nie wieder zurück. Das ist nicht der Eingang. Thank you.
Mönche lernen ihn gar nicht. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das ist wirklich niemand. Dann. So, alleine suchen. Jedes Mal zurücklatschen muss. Früher wäre es am Donner gelaufen. Novize. Melvin. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Wird's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich bin selbst noch Novize, aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist denn? Es wird nicht zu heiß gegessen. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Cor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Erstmal abwarten. Es wird nicht zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nein. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Man muss eben aufpassen, dass ich das sehe. Ich dachte, das wäre schon jetzt geklärt. Moment. Besser? Immer wieder dieselben Leier. Man muss eben aufpassen, dass man. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Bitte. Gern geschehen. Wenn du meinst,
Sorry, wenn ich hier noch ein bisschen rumirre, aber ich war schon länger nicht mehr hier. Du meinst? Und die Karte ist auch so ein bisschen... Naja. Nicht sehr hilfreich. So, die Kiffer hatten wir alle schon. Da oben ist der. So verwirrend, unten so verwirrend hier. Was ist denn hier der? Ist er. Gefunden. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Okay. Oh. Kane. Ich sehe Kane. Hey du. Was willst du? Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Einer der Händler aus dem alten Lager will das Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. So, will ich mal mit Kane sprechen? Hey du! Wie komme ich an das Rezept von Kalom? Gar nicht. Er hält es in seiner Truhe verschlossen. Das rückt er niemals raus. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Khor Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Gurnadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen?
Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Ich gehe mal kurz niedrige Kurven. Moment. Ungünstig. Der Schläfer sei mit dir. Na, denke ich. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister... Zeig mir den Weg. Zu den Lehrern. Folge mir. Aber nicht zu dem, wo wir schon waren. Folge mir. Hier unten findest du Baal Kadar. Er unterrichtet die Novizen. Die Leiter rauf? Warte mal. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir unterhalten uns ein bisschen. Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Zeig mir den Weg. Zur Schmiede. Folge mir.
glauben, dass sich daran was ändern wird. Wahrscheinlich hast du recht. Hier ist die Schmiede. Schau dich um. Ich warte etwa eine Stunde. Dann haue ich wieder ab. Wo wartest du denn? Hey du. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Ich will was kaufen. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Und das ist doch nicht so dumm. Das passiert mir nicht nochmal. War doch klar, dass 2020, wert 100. Wie noch so schwach bin, wenn ich tragen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Mal wieder dieselbe Meinung. Ich will mit dir handeln. Gut. So. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern kann. Mal weg. Man muss eben mal aufpassen, was man auch erzählt. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Der Quatsch. Kann schon sein. 208. Nee. In seiner Haut ist trotzdem. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Das passiert mir nicht nochmal. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Das ist wirklich nicht mein Fall. Doch klar, dass das Ärger gibt. Lass uns lieber über was ich damit nicht zu tun habe. Das Buch brauchen wir sowieso nicht an. War doch klar, dass das Ärger anders gelangt. Ich will mit dir handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Aber da steht jemand von 40. Mehrwertsteuer oder was? Immer aufpassen, was man kann. Zeig mal den Schwert, den ich schmiede. Könnte man ein bisschen Gewinn mitmachen.